Wie fängt man so ein Video an? Also mein Hauptcontent war fast seit Beginn an Genshin Impact. Ich spiele das Spiel seit dem Tag, an dem es rauskam, und es hat mich extrem gefesselt. Als ich angefangen habe, es auf Twitch zu streamen, hat es auch immer mehr Spaß gemacht. Das ist jetzt aber schon über 2 Jahre her und ich habe vor allem in den letzten Wochen gemerkt, dass es einfach nicht mehr geht. Viele im Stream haben es auch gemerkt. Ich bin einfach nur antriebslos im Game umhergewandert und das liegt gar nicht am Game. Klar, es hat jetzt nicht das intensivste Late Game. Heißt also, die Motivation stärker zu werden, wenn man ohnehin schon super zurechtkommt, ist vielleicht nicht die allerhöchste. Zumindest bei mir. Aber ich habe dieses Spiel auch nicht 1 bis 2 Stunden pro Abend gespielt, sondern teilweise über 40 Stunden die Woche für den Stream und zusätzlich noch weitere 40 Stunden in der Woche für die YouTube-Videos. Ich möchte zudem Content machen, bei dem man wegen mir und meiner Umsetzung einschaltet und nicht wegen des Spiels oder weil man etwas von mir braucht. Danke, dass ihr es respektiert, dass das hier mein letztes Genshin-Video sein wird. Ich habe zu bis dato jedem Charakter einen Guide gemacht für euch, aber wie geht es weiter? Content werde ich weiter produzieren. Es erfüllt mich einfach hundertprozentig und nichts auf dieser Welt macht mir mehr Spaß. Auf diesem Kanal werden allerdings vorerst keine Videos erscheinen. Dann hat jeder, der nur wegen Genshin Impact hier ist, die Chance zu deabonnieren. Und das nehme ich auch wirklich niemandem übel. Ganz im Gegenteil, es macht auch nur Sinn. Denn Genshin-Videos werden, wie gesagt, nicht mehr folgen. Also wer nur das sehen wollte, jetzt gerne deabonnieren. In Zukunft werden dann hier vermutlich allgemeine Gaming-Videos hochgeladen. Wann, wie und ob, weiß ich noch nicht. Das ist erstmal nur der grobe Plan. Ab jetzt möchte ich aber aufwendige Real-Life-Videos produzieren und coole Projekte umsetzen. Die werde ich allerdings nicht auf diesem Kanal hochladen, da sie weder was mit Genshin noch mit Gaming generell zu tun haben. Und bevor ich euch den neuen Kanalnamen nenne, möchte ich euch noch ganz klar darauf hinweisen, dass dieser Kanal nur für diejenigen ist, die sich für Real-Life-Content oder vielleicht sogar mich als Person interessieren. Also nicht drüber gehen, nur um zum Beispiel zu abonnieren, wenn man an den Videos nicht wirklich interessiert ist. Das würde nämlich die echte Anzahl an Abonnenten und Aufrufen verfälschen. Den Start werde ich mit Selbstexperimenten machen. Zum Beispiel habe ich die künstliche Intelligenz ChatGPT für 24 Stunden mein Leben kontrollieren lassen und geschaut, was passiert. Oder ich lerne über einen Zeitraum von 30 Tagen Magie und präsentiere es am Ende einem Live-Publikum, die dann beurteilen, wie gut ich geworden bin oder schlecht. So habt ihr eine grobe Richtung schon mal, auch wenn niemand weiß, wie es sich in Zukunft entwickeln wird. Ich blende den Kanal mal ein für die, die es einfach nur interessiert, wie es dort drüben aussieht. Aber nochmal, nur rübergehen, nur abonnieren etc., wenn ihr euch für derartigen Real-Life-Content, zum Beispiel Selbstexperimente, interessiert. Riesendank an alle, die die Videos immer komplett schauen oder durchlaufen lassen. Wie gesagt, wenn ihr euch für den neuen Content nicht interessiert, bin ich euch null böse, dann braucht ihr einfach gar nichts zu machen. Für alle anderen, der erste Link in der Videobeschreibung führt euch zu dem neuen Kanal. Danke für euer Verständnis und eure Aufmerksamkeit. Euer Yuma.